Karasamputtaka Padmasana ist eine Sitzhaltung, um Energie zu aktivieren. Zunächst komme zu dem Lotussitz Padmasana. Gib einen Fuß auf einen Oberschenkel und den anderen Fuß auf den anderen. Dann gib die Hände in den Schoß, wobei eine Handfläche die andere berührt bzw. zueinander zeigt. Lass dabei das Kinn zum Brustkorb hinuntergehen. Die Stellung heißt auch Goraksha Kamalasana. Diese Stellung eignet sich auch für Fortgeschrittene für Kapalabhati. Du machst erst Kapalabhati in der offenen Lotusstellung. Dann beim Anhalten atmest du ein, du gibst die Handflächen übereinander und gibst das Kinn leicht zu Jalandhara Bandha und ziehst so die Energie, die Sushumna hoch bis zum Ajna Chakra.